Kamera läuft. Okay, wir sind ready. Ja. Hallo, ich bin Lisa. Und ich bin Tanita. Heutzutage, wenn man zusammenarbeitet im Team, ist es so, dass man recht schnell den Überblick verlieren kann. Wo wurde was publiziert? Wer arbeitet an welchen Themen? Wer ist überhaupt mit an Bord? Ja, das kenne ich. Und ich liebe die Lösung hier in Teams, denn hier kann ich in jedem Team unterschiedliche Kanäle anlegen. Zum Beispiel hier in unserem Sommerfest. Ich lege hier über die drei Pünktchen einen Kanal an, Kanal hinzufügen, den nenne ich Frag die Maus, hinzufügen und fertig. Ja, super. Und was verbirgt sich jetzt genau hinter Frag die Maus oder unter Actions? Also Actions und Frag die Maus, das sind so Kanäle, die empfehle ich immer anzulegen bei einem Team. Actions ist der Bereich, in dem Führungskräfte oder auch Projektleiter primär posten sollen. Jedes Mitglied verpflichtet sich auch, diese Nachrichten immer zuerst zu lesen. Und so erreichen wichtige Aufgaben immer alle zur richtigen Zeit. Unter Frag die Maus, das ist eigentlich was Nettes. Man könnte es auch Frag das Team nennen, denn hier können alle Fragen transparent gepostet werden, die nicht irgendwo einzuordnen sind. Und ja, das ist dann für alle eine gute Bereicherung. Okay, alles klar. Jetzt hast du hier noch Location und Motto. Das heißt, Actions und Frag die Maus ist nicht das Einzige, was man an Kanälen anlegen kann. Nee, natürlich nicht, denn jedes Team arbeitet ja anders und arbeitet auch an anderen Themen. Also wir haben ja zum Beispiel auch moderne Zusammenarbeit und da beschäftigen wir uns ja mit ganz anderen Herausforderungen. Und dementsprechend können diese Kanäle individuell angelegt werden. Okay, super.